bleiben? Oh, Dubi, du Wespelein, hast du was Böses geträumt? Ich bin dein böser Traum. Ein Räuberfest. Wow. Dafür verliere ich auch gern meinen Verstand. Beeilung, wir haben nicht ewig Zeit. Hosalam! Absolut absurd. Diesem Piekser darf man niemals vertrauen. Das habe ich von Anfang an gesagt. Hm? Es tut mir wirklich sehr leid. Ich habe mich getäuscht, aber ich habe schon eine Idee, wie ich es wieder gut machen kann. Schon wieder eine Idee? Hoffentlich ist sie besser als die letzte. Genug jetzt. Ich übernehme die Verantwortung für das, was passiert ist. Nun denn, ich bin gespannt. Maya, erkläre uns deinen Plan. Und wie viel haben wir? Naja, wir haben 4 + 4 + 3, das ist 440 genau. Was soll denn dieses Geflänne? Das ist ja so gemein, Piekser. Deinetwegen bin ich aus dem Bienenstock geworfen worden. Du bist schuld daran. Jetzt kann ich nirgendwo hin. Das kümmert mich einen leeren Honigtopf. Schwirre ab, na los, Babygeheul, geht mir auf die Antennen. Ich will lernen, wie man eine Wespe ist. Ich will lernen, wie man so gemein ist wie ihr. Guter Witz. Ich finde sie süß. Können wir sie behalten? Kommt nicht in Frage. Aber ich kann euch nützlich sein. Ich kenne nämlich viele Bienengeheimnisse. Bienengeheimnisse? Ja, zum Beispiel weiß ich, wo unser Geheimversteck ist. Wirklich ein Geheimversteck? Da ist mehr Honig, als du dir vorstellen kannst. Und ich kann mir sehr viel vorstellen, kleine Biene. Mhm. Also schön, dann bring uns dahin.